Es ist nicht einfach hier zu sitzen, jetzt nach so ein emotionales Spiel und jetzt das Spiel zu analysieren. Fakt ist ja, dass wir erste Minuten unheimlich viele Unstimmigkeiten in der Abwehr hatten, die auch letztendlich dazu geführt haben, dass wir zwei Gegentore bekommen haben. Und nichtsdestotrotz denke ich, das war nicht so zu erkennen, dass die Mannschaft von Heidenheim besser spielt und dass wir unter Druck die Fehler machen. Das war Fehler, die eigentlich vermeiden könnte und müsste. Und nach dem 2-0 haben wir in der Halbzeit ein paar Sachen korrigiert und haben schon mehrere Spiele bis jetzt gehabt, wo wir umgedreht haben. Und wir haben daran geglaubt, dass wir in der Lage sind, auch selber hier in Heidenheim das zu schaffen. Und zweite Halbzeit könnte man sehen, dass die Mannschaft unbedingt will. Und wir haben mehr oder weniger fast auf ein Tor gespielt. Und Anschlusstreffer, dann war die Mannschaft von Heidenheim, hat natürlich Probleme gehabt. Die haben schon von hinten viele lange Bälle nach vorne geschlagen. Die könnten nicht mehr sich befreien. Und dann das dritte Tor war, glaube ich, nicht mehr entscheidend. Entscheidend war das erste Zweitor. Das sind die entscheidenden Szenen, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir heute verloren haben. Nichtsdestotrotz, es ist vielleicht komisch, wenn ich jetzt so sage, aber nichtsdestotrotz bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Auch wenn sie aber 3-1 verloren haben, trotzdem, die wollten unbedingt auf solche schwere Bedingungen gegen so starke Gegner hier zu gewinnen, haben sie alles investiert und da stehen wir mit leeren Händen und das ist das Traurige dabei. Aber ich weiß, wir werden zurückkommen, wir werden unsere Spiele gewinnen und das muss für uns eine Lehre sein. Wir haben auch in der Abwehr relativ viele Umstellungen vorgenommen, die vielleicht auch dazu geführt haben, diese individuellen Fehler, die zustande kamen. Aber generell, unterm Strich, bin ich mit meiner Mannschaft absolut einverstanden und ich denke, auf sowas kann ich aufbauen. Dankeschön. Also ich fange mal vorne an. Wir waren hellwach von Anfang an. Die Mannschaft hat einen Plan gehabt, den hat sie durchgezogen. Man muss auch mal einen Gegner dann letztendlich dazu hinbringen, dass er Fehler macht. Das haben wir gemacht, aber wie wir dann zweimal schnell umschalten, wie wir mit wenigen Pässen vorm Tor sind und dann die Tore machen, das war eiskalt, das war gut. Aber das kann die Mannschaft auch und da hat man gesehen, wie sie bereit ist auch, ja, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. In der ersten Halbzeit denke ich mal, dass wir auch diesen Tick besser waren. Der Gegner hatte zwei, drei Möglichkeiten, wo er einmal aus einer Standardsituation schnell und kurz ausführt, wo es gefährlich wird. Und zwei, drei eher kleinere Möglichkeiten. Aber wir haben das schon auch in der Defensive gut gemacht, haben vor allen Dingen Bischof im Griff gehabt, der natürlich ein unglaublicher Fußballer ist, das möchte ich an der Stelle mal sagen. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Die ersten 10 Minuten waren noch okay von uns, aber dann haben wir, wie es so schön heißt, keinen Zugriff mehr gehabt. Wir haben zu viele Räume gelassen, wir haben Münster den Ball auch zu passen lassen und bezeichnet, dass wir das 2-1 aus einer Kontersituation bekommen. Ja, wenn wir den Fehler machen, nicht machen, bekommen wir das Tor auch nicht. Ja, möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Aber das gehört eben dazu im Fußball. Und dann ist es klar, wenn das 2-1 fällt, ja, dann war Münster am Drücker, hat alles probiert, hat Chancen gehabt. Aber wir haben mit Glück und Geschick verteidigt und haben mit Eros Saba noch den alten Mann im Tor gehabt, der in den entscheidenden Situationen auf dem Posten war. Manko für mich, zweite Halbzeit. Es gab zwei, drei Kontersituationen, wo wir nicht sauber ausspielen, wo man mit mehr Wille und Biss vielleicht schon früher das Tor machen kann. Zum Schluss musste man zittern und ja, kann ich auch nur sagen, es war schön, dass wir das dritte Tor auch noch machen, aber das war dann nicht mehr entscheidend. Da setzt der Gegner alles auf eine Karte. Aber ja, letztendlich steht ein 3-1, drei Tore gegen Münster. Die letzten 8 Spielen 6-0. Das kommt nicht zufällig, sondern das ist auch das Ergebnis, aus dem die Mannschaft gerade arbeitet und auch in der Offensive spielt. Und von daher sind wir natürlich zufrieden, ohne jetzt den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern wir bleiben bescheiden und werden versuchen, ja, weiter so jedes Spiel anzugehen. Dankeschön.